Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Coaster. Und ja, wie ihr sehen könnt, juhu, wir haben eine neue Achterbahn. Ja, wird aber ziemlich schwierig, das Ding hier anzubinden, weil der Hauptweg hier unten ist. Und ich hier die Bäume und sowas nicht entfernen kann. Also musste ich hier mir Platz suchen, wo ich es hinbauen kann. Heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir das hier irgendwie, ja, angeschlossen kriegen. Mal gucken. Ich würde sagen, Eingang, Ausgang ist schon platziert. Eingang müssen wir noch mit Weg verbinden, aber wir brauchen erstmal noch einen Weg, und zwar von hier irgendwie darüber. Und dann müssen wir hier so lang, keine Ahnung, und dann hier irgendwie nochmal einen Hauptweg irgendwie verbinden. Mal gucken. Wir schauen mal. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Schauen mal, dass wir das irgendwie hingebacken kriegen hier. Welchen nehmen wir? Den hier, würde ich sagen. So, dann müssen wir... Oh, Pizza Pan 4 hat keinen Verkäufer. Was? Moment. Halt, stopp. Da müssen wir erst gucken. Weil es hatte nämlich nebenbei auch noch irgendwo ein Laden... ein Mitarbeiter gekündigt. Pizza Pan 4. Wo ist denn der? Zack. Welcher ist das? Der hier. Oha. Okay. Halt. Personal. Zack. Und einmal einen Verkäufer da rein. So, haben wir das. So, jetzt zu den Wegen. Ja, Wegen. Ja, hier hinten laufen Leute rum, ne? So, Weg-Editor öffnen. Wir nehmen mal den hier. Und schauen, dass wir den hier angeschlossen bekommen. Und zwar dann von hier irgendwie so darüber. So. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. So, und dann machen wir hier einmal... Oh, langsam, langsam, langsam. Einmal hier so rum. Und dann geht der hier irgendwo so lang. Warte mal, ist der Baum jetzt in dem Weg drin? Ja, war ja klar, ne? Scheiße. Okay, Moment, stopp. Kann ich diesen Baum hier verschieben? Ah ja, okay. Okay, den Baum können wir verschieben. Zack. So, dann setzen wir den einfach mal dahin. Zack. So. Weiter geht's mit dem Weg. So, dann müssen wir mal gucken. Weil wir können, beziehungsweise wir haben zwei Achterbahnen jetzt am Start. Und von da aus können wir... Halt, stopp. Hier. Na, ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Jawohl, sehr gut. So, dann können wir nämlich von dem Weg aus nämlich hier irgendwo wieder zur nächsten Achterbahn gehen, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier runter. Und dann können wir hier vorne irgendwo wieder zu dem Hauptweg zurückfinden, ne? Genau. Jawohl, sehr gut. So, das haben wir schon mal so weit verbunden. So, dann können wir nämlich hier, haben wir noch Platz für eine andere Achterbahn. Viele Gäste haben Durst. Gut, dem können wir gleich entgegenwirken. Da schauen wir mal. Aber wir müssen jetzt erstmal hier bei der Achterbahn noch den Weg verbinden, ne? So, die ist noch im Test, die funktioniert. So, Eingang mit Weg verbinden. Warte mal. Ich würde sagen, wir gehen... Wow, wow, wow. Entspann dich.
Und zack, okay. Den Weg haben wir schon mal verbunden. Sehr gut. So, Achterbahn bearbeiten. Nein. Moment, jetzt müssen wir noch den Weg hier. Genau, so. Da müssen wir noch den Ausgang bauen. Zack. Zack. Passt das jetzt so? Ja, ne? Okay, Ausgang ist gebaut. Sehr gut. Ich würde sagen, dann können wir die Achterbahn starten, ne? Bams, Achterbahn ist eröffnet. Wir haben eine neue Attraktion am Start und die muss direkt erstmal 10,50 € kosten, weil die muss erstmal Geld einspielen. Da müssen sich die Leute jetzt erstmal dran gewöhnen. Jetzt müssen aber erstmal auch hier Leute hinkommen. Das kommt auch noch hinzu, ne? Die steht hier echt schwierig. Die steht wirklich schwierig. Aber egal, das kriegen wir schon irgendwie. Kriegen wir das hin? So, wir haben auch hier. Warte mal, gibt es eigentlich Schilder für so Achterbahnen und sowas? Warte mal. Wegextras. Naja, Mülltonnen brauchen wir. Mülltonnen brauchen wir sowieso. Mülltonnen. Zack. Machen wir erstmal hier ohne Ende Mülltonnen noch hin. Zack. Zack. Wir brauchen Mülltonnen, bis die Schwarte kracht. Zack. Ja, warum kann ich hier keine setzen? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich zu schräg oder sowas. Auch dumm, ne? Da noch eine. Ich kann ja nur zum Müllton. Doch, hier kann ich eine setzen. Warte, stopp, stopp, stopp. Da muss so eine hin, jawohl. Puh. Diese Mülltonnenaktionen, ne, die sind echt schwierig. Warum muss man hier. Warum kann man. Ah, hier. Perfekt. Da geht noch eine hin. Da geht noch eine hin. Wir brauchen Mülltonnen, bis wir hier aus allen Nähten platzen. Zack. Überall mal hier so ein bisschen versetzt, ne? Bam. So alle paar Meter hier so eine Mülltonne. Zack. Zack. Zack, wir lassen uns hier das richtig was kosten mit den Mülltonnen. So, hier am Ausgang noch ein paar Mülltonnen hin, falls jemand kotzen muss. Da noch eine hin. Hier auch noch, jawohl. Und da auch noch eine. So, okay, alles klar. So, jetzt die Frage, kommen hier Leute hin? Warte mal, wo kommen. Warte mal, die. Ah, ne, halt. Nein, da bin ich nicht drauf. Zurück. So, erstellen. Szenario. So. Hier sind noch die ganzen Schilder. Gibt es eigentlich Schilder für Achterbahnen? Man weiß es nicht. Geländeaußenkante. Nein. Achteckige Stucksäulen. Aha. Da kann man wahrscheinlich nicht wirklich viel mit anfangen. Ne? Ich brauche so Achterbahn. So ein Achterbahnschild. Was ist das denn hier für ein Anker? Ein Anker für 8 Tacken. Ja, komm, den packen wir mal hier hin. Warum nicht? Dann noch so ein paar Blümchen da drumherum hier. So zack. Zack. Ah ja, wow. Die hängen alle in der Luft, ne? Ey, da könnte ich ja weinen, ne? Warum hängen die jetzt alle in der Luft? Kann man die nicht, warte mal. Wie konnte ich die denn hier nochmal verschieben? Wähl die mal an, die Blume bitte, danke. Ich will die rauf und runter. Nee, das wollte ich nicht. Nein, das will ich auch nicht. Ah, Mann! So, einfach normales Play. Warte. Verschieben. So, jetzt. Ah, okay, jetzt haben wir's. Jawohl. Zack. Verschieben. Zack.
Und hier nochmal verschieben und zack. So, okay, jetzt sitzen die Blumen wenigstens am Boden. Ah, guck mal hier, da, die ersten Gäste. Oh, wie sie hier zur Achterbahn rennen. Bams, Junge, da laufen sie los. Woo! Könnte aber auch daran liegen, dass die Zeit ein bisschen sehr schnell unterwegs ist. So, wir machen mal wieder auf Normalgeschwindigkeit. Viele Gäste haben Durst. Okay, das müssen wir auch abändern. Und zwar brauchen wir dann wieder hier, sag mal schnell, Getränkeläden und hast nicht gesehen. Gut, kriegen wir aber hin. So, warte mal. Servicegebäude, jawohl. Nein. So, Läden. Hier, Läden. So, jetzt brauchen wir hier erstmal was zu... Naja, wir machen erstmal Getränke. So, Street Fox Coffee. Warte mal, was kostet das, wenn ich hier das große nehme, diese Piratendock, Pip Shop Smoothies. Smoothie. Oh, ein Smoothie, ne? Imbiss und Getränkeläden. Für 1400, ey, WTF. Das ist voll riesig, ne? So, wenn man das hier so hinzimmert, könnte funktionieren. Na gut, wir müssten den Baum da hinten ein bisschen verschieben, aber ist ja egal. Würde doch, glaube ich, ganz gut passen, oder? Wenn man das hier so hinzimmert. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Tasty, jawohl. So, warte mal, wir müssen aber den einen Baum hier, der muss hier ein bisschen, ein klein wenig verschoben werden. Und zwar genau der hier. Den, warte mal. Damit der hier nicht so in dem Salat hier drin hängt. Zack. Schieben wir den einfach mal dahin. So, passt. Okay, so, hier haben wir auf jeden Fall Getränkeläden. So, warte mal, jetzt machen wir hier noch Servicegebäude. Irgendwo sind ja auch noch Toiletten, ne? Souvenirs. Wir haben auch noch gar keinen Souvenirsladen, ne? Könnten wir auch noch mal einen bauen. Haben wir noch gar nicht. Souvenirs. Zack, packen wir auch noch mal einen hier hin. So, und dann haben wir auch schon bald kein Geld mehr, ne? Läuft. So, warte mal. Jetzt brauchen wir hier noch die Wegextras. Wir brauchen hier noch Sitzbänke. Zack. So, hier drüben. Bams, dahin. Geht da noch eine hin? Jawohl, da geht auch noch eine hin. Da geht auch noch eine hin. Perfekt. So, wie sieht's hier aus? Die ersten Fahrgäste sind da. Schon mal sehr, sehr gut. Da muss auch noch eine Bank hin. Sehr gut. Nice, gefällt. So, Hammer. So, dann, achso, halt, stopp. Toiletten. Toiletten brauchen wir auch noch. Servicegebäude. Dienstleistungen. Toilettenhäuschen. So, da brauchen wir aber, glaube ich, nicht so riesiges Teil, ne? Mädchenburg-Toiletten, Piratentoiletten, Piratenfestungstoiletten. Wie viel Geld habe ich denn? Wir machen einfach mal die Piratentoiletten einfach so im Standard-Style. Ja, so. So, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. So, dann noch ein bisschen hier irgendwas für die Szenerie. Märchenblumen. Ja, guck mal hier, zack. Hier so ein paar Bäumchen noch hin. Hier noch so ein bisschen Deko. Zack. Und, keine Ahnung, hier noch so ein Laubwaldbüsche, die sich hier hinten noch so tummeln.
So, okay, nice, gefällt. Ah, guck mal hier, wie die Leute hier zu dem Getränkeshop rennen, ne? Läuft doch richtig. Guck mal hier, hier sind ja richtig viele Leute mittlerweile. Und die Bänke werden genutzt. Guck mal hier, wie viele Leute auf den Bänken hier sitzen. Ja, so wird ein Schuh draus. Dann kommen die von da hier rüber. Ab zur Achterbahn. Aha, hier fängt sich an, eine Schlange zu bilden. Und wie sie alle jubeln. Jawohl, genau so wollen wir das sehen. Genau so. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was wir hier hinten machen. Meine, hier ist ja auch nochmal so. Habe ich ja jetzt nochmal so einen zweiten Weg gemacht. Damit wir hier, damit die Leute hier rüber, ne? Weil hier muss noch eine Achterbahn hin. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier so viel. Pizza Pan steht seit einer Weile leer. Warte mal. Läden. Welcher ist das? Pizza Pan 2 oder was war das jetzt? Was ist denn der? Naja, war es 4, ne? Wir haben nur einen Pizza. Haben wir nur einen Pizza Pan? Tatsache. Welcher ist das? Der hier. Schon wieder keine Mitarbeiter hier drin, ne? Der macht aber auch echt. Ach, Junge, ey, da muss mehr Geld fließen, ey. Irgendwo ein technisches Problem. Was hier los ist, ey, voll geil. Ist ja richtig, geht richtig ab. So, warte. Nee, halt, stopp. Doch, ja. So, Übersicht: 80% Zufriedenheit. Heirat, der ganze Müll ist widerlich, ne? Also, das mit dem Müllproblem, das kriege ich irgendwie nicht in den Griff. Ich habe ja irgendwie 5 Millionen Mülleimer hier rumstehen, aber irgendwie läuft es nicht. So, Finanzen. Oha. Oha. Hier sieht es aber nicht gut aus. Parkverwaltungsbilanz. Puh. Läuft nicht ganz so gut, ne? Baukosten. Die Baukosten sind jetzt hoch gewesen. Aber der Parkwert ist übelst nach oben geschossen. Mehrere Läden haben keinen Verkäufer. Was? Welche? Wir müssten, glaube ich, auch noch mal. Warte mal, wo ist denn unser Mitarbeitergebäude? Ist das das hier? Ich glaube ja, ne? Gebäude 1, Gebäudestatistik, Personalgebäude, jawohl, hier. So, warte mal, kann ich hier. Warte mal, wie konnte ich das denn nochmal machen? Gebäude bearbeiten. Nee. Warte mal, wie ging das nochmal mit den, mit der Gebäudeverwaltung? Meine Mitarbeiter sind nicht zufrieden. Wartet auf Kunden. Wir müssten auch, glaube ich, mal wieder ein paar Leute ausbilden, ne? Der Laden Chief steht seiner Chief in B5. Moment. Vier Hausmeister haben wir. Läden, wo sind sie? Chief in B5. Das ist der hier. Ach, das ist den, warte mal, nee, warte mal, wo ist der? Ach, das ist der Land, okay, alles klar. Ja, der sollte eigentlich nicht leer stehen, ne? Wir stellen nochmal einen Verkäufer da rein. Zack. Ich glaube, wir müssen ein paar mehr Verkäufer haben, dass sie sich da ein bisschen besser abwechseln können, irgendwie. Aber ich glaube, wir sollten dann auch noch ein besseres Personalgebäude bauen. So, sind hier noch irgendwelche Läden leer? Da ist einer drin. Da auch. Ja, der Rest sieht aber ganz gut aus, ne? Warte mal, wo ist der lang? Da steht auch einer drin, da geht noch keiner hin. Ganz schlecht. Toiletten.
Ja, ich würde fast behaupten, das sieht ganz gut aus, ne? So, und jetzt machen wir hier. Warte mal. Sicherheitsdienst. Captain, naja, große Geschichten brauchen große Bösewichter. Okay, ich glaube, wir lassen es erstmal mit den Mitarbeitern. Müsste erstmal passen. So, Servicegebäude. Jetzt gucken wir nochmal eben hier nach dem Mitarbeitergebäude. Entspannung. Was haben wir denn hier eigentlich? Was gibt's denn hier? Piratenlux, Greifautomat. Greifautomat. Hotel. Restaurant. Ja, so ein Restaurant wäre ja auch mal was, ne? Aber die sind scheiße teuer, ey. What the fuck? Boah, ist ja richtig hart teuer, ey. Greifautomat. Können wir so einen Greifautomaten hier hinzimmern? Irgendwo? Können wir den denn hinpacken? Moment, warte mal. Vielleicht hier bei der Achterbahn irgendwo? Ja, wow. So einfach für Zeitvertreib hier. Zack. Einfach mal so einen Greifautomaten hier mitten in den Wald gezimmert. Warum nicht? Gucken, was das bringt. Aber. Oh, nee, halt. Szenerie, nee, Servicegebäude. Ich will Servicegebäude. Und zwar brauchen wir für unsere Mitarbeiter Dienstleistungen. Warte mal. Personalverwaltung hier, da haben wir sie doch. Personalgebäude. Jetzt die Frage, können wir dann noch ein zweites bauen oder vielmehr sollten wir noch ein zweites bauen? Man kann doch. Warte mal, wie kann ich das denn? Ich konnte das doch irgendwie hier über die Ansichten machen, glaube ich, ne? Läden und Servicegebäude. Wo sind das Teil? Hier, Personalgebäude. Wo sehe ich denn für wie viele Mitarbeiter das ist? Das konnte ich doch irgendwo. Ah, hier. Jetzt. Warte. Zack. Okay. Zufriedenheit ist nicht so geil bei denen, ne? Ah, hier, Kapazität. Ach, das geht nur für 10, ne? Scheiße. Unterhaltung für Personal. Fühlen sich nicht so schnell unterfordert. Freizeitclub. Mitarbeiter mit dem werden schneller zufrieden. Während Mitarbeiter sich im Personal ausruhen, lernen sie mehr über ihre Arbeit, was ihrem Trainingsbedarf auch später verschiebt. Ja, komm, wir machen das mal hier. Personaländerung. Diese Veränderung hat Einrichtungskosten von 50. Ja, machen wir mal. Die sollen sich hier mal ein bisschen entspannen, die Leute, ne? Zu viele Gäste versuchen, Tiki-Tiki 4 zu benutzen. Und Street Coffee 5. Okay, wir sollten auf jeden Fall nochmal so einen Tiki-Tiki-Laden machen. Das würde ich dann aber hier, warte mal, wo ist die Achterbahn? Da hinten. Machen wir hier irgendwo mal so ein Tiki-Tiki-Laden. Guck mal hier, was jetzt hier Leute rumlaufen. Geil. Gut, die Achterbahn wird noch nicht so ganz so angenommen, ne? Die müssen noch weiter hier rüber. Ah, zum Greifautomaten gehen auch welche. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt brauchen wir hier, warte mal. Was war Tiki-Tiki? Tiki-Tiki war doch so ein Fressalienladen, glaube ich, ne? Hier, Tiki-Tiki. Ja, komm, wir machen nochmal so einen Tiki-Tiki-Laden. Hier. Ja, ne? Zack, einfach mal hier hin. So, und jetzt hier noch was für Getränke. Hier, Fox Coffee, machen wir auch nochmal ein. Und den würde ich sagen, machen wir irgendwo hier, ne?
Kriegen wir den hier so hin? Sollen wir den hier hinsetzen? Kommt der gut? Hier? Ah, probieren wir einfach, ne? Street Fox Coffee. Jawohl, sehr schön, nice. So, haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was dazu gepackt. Ah, so langsam kommen aber hier Leute Richtung Achterbahn. Ne? Die muss auf jeden Fall hier noch übelst ja, hier abrocken, die Hütte. Ja, so langsam kommt's, oder? Ja, so langsam kommen die Leute dahin. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, wie viel Geld haben wir? 2800. Ja, da fehlt uns noch ein bisschen was für die nächste. Sag mal schnell hier, für die nächste Runde. So, wie sieht's denn jetzt hier aus mit Darlehen? Warte mal, wo haben wir das? Forschung hier, Darlehen, zack. Wir haben noch 23.000 zurückzuzahlen. Uff. Boah, Alter Schwede, das ist echt übel, ne? Das ist echt übel. Ah, egal. Kriegen wir hin. So, sollen wir nochmal was erforschen? Ob das was bringt? Ich meine, 23.000 ist jetzt noch eine ganze Ecke, ne? Neue Forschung. Fahrgeschäfte, Achterbahn. Achterbahnhammer. Schienenfahrgeschäft, könnten wir noch eins. Servicegebäude könnten wir noch. Ich würde gerne noch ein Fahrgeschäft. Venetian Karussell oder der Aeronaut. Familienfahrgeschäft. Karussell fährt bis in den Himmel. Komm, wir nehmen das mal. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen, was wir da erforschen. Dann können wir mal schauen, ob wir dann hier irgendwo vielleicht hier zwischen noch eins bauen. Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Das Blöde ist, die Leute müssten einfach von diesem Hauptweg mal hier runter und dann darüber gehen, ne? Aber die gehen da lang. Ah, hier gehen wenig Leute lang, ne? Hier, also quasi hier geht gar keiner lang. Ah, egal, die kriegen wir auch noch dazu, dass wir die da hinkriegen, weil irgendwann müssen die ja mal dahin. Na, guck mal hier, der Laden wird auch gut angenommen gerade. Ich würde mal interessieren, ob ich die irgendwie dahin leiten könnte, die Leute. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen. Aber so vom Besuch her finde ich das jetzt gar nicht so verkehrt. Irgendwie. Oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, das geht schon gut klar. Aber naja, wir werden es herausfinden. In der nächsten Folge, würde ich sagen. Machen wir hier weiter. Gucken mal, wie wir das hier hinkriegen. Ich würde hier gerne mal einen nice Screenshot von machen, aber irgendwie will das nicht. Na, kriegen wir auch noch hin. Schauen wir mal. Hier müssen mehr Leute hin. Hier müssen definitiv mehr Leute hin, ne? Führt kein Weg dran vorbei, dass hier noch mehr Leute hin müssen. Egal, wir finden es heraus in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, ne, funktioniert immer gleich. Bewerten, kommentieren, kostenlos abonnieren. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weiter verfahren in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag mal, bis demnächst. Ciao, ciao.